Manchmal ist es ja einfach so. Ihr wollt was Leckeres essen, habt aber keine Zeit oder vielleicht auch mal keine Lust. Das gibt es ja. Ich zeige euch ein richtig tolles Rezept dafür. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle. Alles, was dein Gebäck begehrt. Wir fangen einmal an. Ich habe hier ein bisschen Mehl. Ihr könnt hier Dinkel oder Weizen nehmen. Und das habe ich einfach in eine Schüssel gepackt. Und dazu gebe ich ein wenig Salz. Das genaue Rezept wie immer unten in der Beschreibung und auch nochmal zum Schluss. Dazu gebe ich Pflanzenöl, was ihr selbstverständlich auch mit Butter ersetzen könnt, und dann Knoblauch. Wir lieben Knoblauch. Wenn ihr das nicht mögt oder vertragt, lasst ihn einfach weg oder ersetzt ihn zum Beispiel mit Bärlauch. Super lecker. So, dann hier meine selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Wie ihr die macht, verrate ich euch oben rechts unter dem i. Müsst ihr ausprobieren. Dadurch wird euer Gebäck bekömmlicher, gesünder. Und ist so lecker. So, und dann gebe ich schlückchenweise jetzt noch ein bisschen Leitungswasser hinzu. Ich habe nicht ganz so mitgedacht. Ich habe meinen dänischen Schneebesen. Und ich weiß auch nicht warum. Ich greife trotzdem eben zu dem ganz normalen. Der ist aber hierfür nicht ganz so gut geeignet. Also entweder nehmt ihr eure Küchenmaschine, euer Handrührgerät oder nehmt dann euren dänischen Schneebesen. Den zeige ich euch gleich, den verwende ich selbstverständlich. Und dann rühre ich das Wasser nur vorsichtig rein, damit ich immer diese Klümpchen wegrühren kann. So, hier jetzt nochmal. Und ja, Emma, jetzt hier der dänische Schneebesen. Der ist so toll und wirklich Gold wert, wenn ihr damit eure Teige macht. Levito Madre, Sauerteige. Das ist so schön. Oder wenn ihr wirklich mal auch Pfannkuchenteige, Spätzleteige macht, das ist eine echte Arbeitserleichterung. Ich habe ihn auch noch mal unten in der Beschreibung. Falls euch das interessiert, guckt gerne noch mal nach. So, dann hier jetzt noch den letzten Schluck Wasser. Und das Tolle ist, das Gericht lässt sich super vorbereiten, packt es dann in den Kühlschrank und macht es dann am Abend. Wenn ihr zum Beispiel Besuch zum Grillen habt oder dann auch für leckere Wraps, eure Kinder haben ihre ganzen Freunde eingeladen und es gibt eine große wilde Party, dann sind diese Knoblauch-Petersilien-Wraps wirklich perfekt dafür. Kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. So. Hier einmal schön durchrühren. Ihr könnt sehen, ich habe es jetzt tatsächlich schön klumpenfrei bekommen. Ja, so ein paar waren jetzt noch am Rand. Im schlimmsten Fall, falls euch das nicht gelingt, einmal kurz durch ein Haarsieb durchgeben, das Rest nochmal eben durchdrücken mit einem Löffel und dann passt das. So, hier meine frische Petersilie, die tatsächlich gar nicht frisch ist. Denn ich mache das so, bei meinem Lieblingstürken um die Ecke hole ich mir immer mehrere von diesen Petersiliensträußen, wasche sie, trockne sie, schneide sie klein und friere sie dann komplett ein in so einem ganz normalen großen Beutel oder in einem Glas, das was für euch besser passt. Und dann kann ich mir das portionsweise rausnehmen. Ihr müsst das noch nicht mal irgendwie in diesen Eisbehältern machen. Macht das einfach direkt so rein, könnt ihr so rausgreifen. Funktioniert super und die Petersilie wird nie wieder schlecht. So, dann habe ich mir meine beschichtete Pfanne geschnappt, habe die ein bisschen eingeölt mit so einem Küchenkrepp und ein wenig Öl. Nur so ein bisschen, denn wir wollen ja alle, ne, ein bisschen auf gesunde Ernährung achten. Fett ist gut. Aber nicht zu viel, das ist ja wie mit allem, wie mit Zucker und Alkohol. Alles in Maßen, dann ist alles schön. Und wir leben ganz lange, 200 Jahre mindestens. So. Mit diesen Wraps gelingt euch das auf jeden Fall. So, schön so, dass sie wie beim Naanbrot aussehen. Ich verlinke euch das Video auch nochmal und auch die leckeren Linsenwraps, wenn ihr was Proteinhaltiges wollt, die unbedingt ausprobieren. Die sind super einfach, genau wie diese. Aber haben viel mehr Proteine. So, dann stapelt ihr sie einfach aufeinander. Ihr könnt das hier sehen. Und dann lassen sie sich trotzdem nach langer Zeit immer noch schön rollen. Die brechen nicht auseinander. Und wenn ihr sie aufeinander stapelt, bleiben die auch wirklich noch lange heiß. Nicht nur als Wrap sehr lecker, sondern hier guckt mal, könnt ihr auch einfach so essen, zum Grillen als Beilage. Einfach fantastisch mit einem schönen Dip. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich doch mal gerne wissen. Schreibt mir auch eure Wünsche in die Kommentare. Und hier gibt es noch weitere Videos für euch. Habt viel Spaß beim Anschauen. Ich freue mich auf das nächste Mal auf euch. Herzliche Grüße, eure Emma.